So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu unserem Video zu Canterloop Teil 3 und nicht weglaufen, bevor ihr jetzt sagt, Spoiler. Ich meine, die meisten werden deswegen gar nicht reingeguckt haben. Wahrscheinlich die davor Angst haben, aber wir werden jetzt erstmal ganz kurz nur die Frage beantworten, die sich ja wahrscheinlich einige Leute stellen, ohne jetzt wirklich irgendwas groß zu spoilern. Canterloop 1 war ja großartig für viele, also wir haben es super abgefeiert und viele andere fanden es, glaube ich, auch ganz toll. Canterloop 2 fanden wir eine absolute Katastrophe. Leider ja. Super viele nervige Sachen drin, dieses Hacker-Rätsel, wo ich ja gesagt habe, ich habe eigentlich schon fast keinen Bock mehr auf Teil 3. Ja. Und jetzt ist ja die große Frage, lohnt es sich noch irgendwie, das hier zu spielen? Lohnt es sich deswegen Teil 2 zu spielen? Lohnt es sich deswegen die ganze Reihe zu spielen? Oder will ich irgendwie nur Teil 1 spielen? Bei Teil 2 war halt von dem geilen Kram viel zu wenig und von dem nervigen zu viel. Ja. Und dieser Teil hier, der ist wieder gut geworden. Ja. Und deshalb könnte man tatsächlich den ersten Teil spielen, damit man weiß, wer sind die Charaktere und nimmt den ganzen coolen Shit mit. Mhm. Und den Humor und die geilen Stories und die coolen Rätsel und lernt Alice, Hook und Fly kennen. Und dann überspringt man den zweiten Teil. Man kriegt halt so ein bisschen was von der Vorbereitung des Crews nicht mit. Und dann, wenn man es aber wieder um die geile Geschichte geht, ja, dann kommt man zu Teil 3 zurück. Und das ist vollkommen in Ordnung, das kann man machen. Teil 2 kann man wirklich skippen. Dann kann man einfach skippen, weil man einfach sich dann viel Frustration auch spart und einfach auf so einer, ich meine, das sind so Dinger hier, diese Spiele, die willst du jetzt nicht spielen, weil sie mechanisch irgendwie die vollkommene neue Errungenschaft sind, ja. Oder weil sie ganz, ganz knifflige Rätsel, so Exit-Light haben. Ja, da spielt man, weil man Monkey Island gespielt hat, weil man der auf den Tage gespielt Indiana hat. Indiana Jones, weil du halt einfach auf den Fluff stehst, das Artwork stehst, weil du diesen geilen, coolen Charme hier von Hook abgedrehten Ideen bei den Rätseln hier drin stecken. Einfach diese Kombination, was haben wir alles damals bei Monkey Island oder bei Auf Tentakel für bekloppte Rätsel irgendwie gelöst, ja? Und man hat irgendwie sich vor die Stirn gehauen und gesagt, natürlich machen wir das so und was für eine bekloppte, lustige Idee und der Charme, da müssen irgendwie auch coole Sprüche irgendwie sein, es muss ein bisschen lustig sein, und auch abgespacete Sachen, wo man sagt, das funktioniert doch in echt gar nicht. Nee, aber in der Logik des Spiels ist das so die Geschichte, die man machen muss. So, und da war der erste Teil großartig, coole Kommentare, nette Stories, zwei verschiedene Wege, ne? Dazu wollen wir nicht zu viel verraten. Der zweite Teil hat das weggelassen und hat andere Sachen reingepackt. Guckt euch dazu unsere Rezension gerne nochmal an. Die ist verlinkt am Ende des Videos sicherlich dazu. Wahrscheinlich. Und dann kommt jetzt der dritte Teil und da machen wir den Einbruch. Ja, also es ist Tag X. Wir haben die Vorbereitung gehabt. Alice ist dabei. Hook ist natürlich dabei. Das ist ja derjenige, der auf Rache schwört. Nach 10 Jahren aus dem Knast ist er endlich rausgekommen. White hat ihn damals reingeraten. Ne? White, jetzt der berühmteste und berüchtigste da von Canterloop, hat seine eigene Villa auf so einer vorgelagerten Insel. Und er hat jetzt aber zwei Leute dabei, die mit ihm diesen Coup machen sollen. Genau, so ein bisschen Mission Impossible-mäßig das Ganze. Absolut, genau. Und jetzt fahren sie los, also vorher noch so ein bisschen Planung und dann geht's halt zu diesem Coup. Das ist jetzt nur der Rückseitentext, wir verraten noch nicht viel Inhaltliches. Und das ist natürlich jetzt eigentlich ein Szenario, das kannst du nicht verbocken. Nee, das ist einfach so, du hast auch ein klar definiertes Ziel. Mhm. So Teil 2 war so ein bisschen rumgeeiert, so gehst mal hier, mal da, aber warum das jetzt alles, das war so ein bisschen, hier hast du ja klar fokussiert, ich muss da rein. Ja. Und wenn ich da drin bin, dann habe ich irgendwie 1000 Geschichten, die man halt bei so einem Einbruch in so einem Hochsicherheitswiller hat, wo man sagt, Kameras ausschalten, Wachen, etc. Wie Peter kommt ganz viel. Mhm. Und das ist halt so eine Geschichte, da sagt man, das kann man eigentlich schwer verbocken. Und ich, als kurze Zusammenfassung würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein bisschen schwächer als Teil 1, aber deutlich besser als Teil 2. Und so, dass ich halt auch sage, es lohnt sich, das zu spielen. Das kann man auf jeden Fall auf den Tisch bringen und spielen. Ja, und mal was Interessantes, mal ein Ende, was einem nicht enttäuscht, ja, sondern ein Ende, was schon gut ist, mit ein paar Überraschungen drin. Nachher der Abspann, der zieht sich so ein bisschen. Herr der Ringe-mäßig. Genau, da hat man das Gefühl, lang. Da wollte jetzt irgendwie, sollte da noch ein bisschen noch mehr erzählt werden und noch mehr und noch eine Idee und ach, das machen wir nochmal rein und sowas. Ne? Also der Abspann, der zieht sich ein bisschen, da wundert man sich, worauf aber diese ganzen Seiten noch herkommen, die da am Ende auftauchen. Aber vorher gibt es tatsächlich Überraschungen, die ich nicht erwartet hätte. Ne? Und ja, so wie gesagt, so von der Story wollen wir euch natürlich nicht zu viel spoilern, außer dass es um diesen Einbruch geht, dass sich darum auch alles dreht, die Vorbereitungen darum und dass wir verschiedene Wege wieder haben, die wir da beschreiten. Wir machen einen Plan, beschreiten diese Wege dann natürlich. Ob das dann alles so funktioniert mit dem Plan, das verraten wir nicht. Aber auch alle drei Charaktere sind eingebunden. Genau, man wechselt auch mal so ein bisschen Perspektiven. Das ist auch ganz spannend gemacht. Und wichtig ist hier vor allen Dingen, ich habe das ja bekommen, frühzeitig, habe es dann gespielt und ich wollte schon fast wieder aus der Hand legen, weil der Einstieg ist auch wieder super nervig, weil man so einen Storytext hat, den man irgendwie, wo man auch so nach der Lösung suchen muss und es immer wieder durchgehen muss. Ich dachte, oh mein Gott, wenn das schon so losgeht, das kann nur schlecht werden. Danach wurde es aber gut, weil danach war klar, okay, ich bin jetzt hier, ich muss das und das alles machen und dann hat man sich überlegt, okay, was sind jetzt logische Dinge, probiert Sachen aus, kombiniert Sachen und hat natürlich viele Fehlschläge dabei, aber irgendwann kommt man schon dahinter, ah, das hat nicht geklappt, jetzt wenn ich das so mache, dann funktioniert das und habe ich hier Progress und das geht relativ lange so, dass man sagt, okay, hier geht's voran, hier geht's voran, hier geht's voran, aber auch nicht hier so leicht, ein bisschen getüftelt, also nicht super offensichtlich, genau, genau, und
dann kommt irgendwann, wo man schon relativ lange gespielt hat, ich glaube, das waren gefühlt so 2 Stunden oder so, mhm, oder 3 von so auch so 10 Stunden, die man dafür braucht, so Pi mal Daumen. Ja, also wirklich. Und dann kam irgendwann halt wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe hier alles angeguckt, alles, was für mich, das wäre logisch, das funktioniert nicht. Und dann habe ich halt die Hilfe benutzt. Ja. Und es ist ja, wie ich auch bei Exit-Spielen immer sage, wenn ich die Hilfe benutze und hinterher sage, klar, hättest du drauf kommen können, dann ist gut. Und wenn ich die Hilfe benutze und sage, okay, ich hätte alles mit allem mal durchprobieren können, dann ist doof. Und es gibt hier halt leider auch so 2, 3 Stellen, wo das bei mir zumindest so war. Ja, ich würde eher sagen 5, 6, 7 Stellen. Ja, also im weiteren Verlauf des Spiels kam es oft, da war ich oft in der Hilfe. Muss auch sagen, die Hilfe ist auf jeden Fall gut. Ja, das ist das, genau. Also genau. Die Rätsel sind manchmal so, dass sie einfach dann innerlich keinen Sinn ergeben, ja. Aber die Hilfe ist einfach gut und nimmt einen dann mit. Und zwar so, dass man sagt, ja, okay, das war jetzt zwar irgendwie bekloppt und irgendwie ist auch die Auflösung für mich nicht befriedigend, aber ich mache trotzdem weiter, genau, weil ich halt jetzt nicht Stunden gebraucht habe, es herauszufinden. Und die nächsten Rätsel waren auch wieder gut, sodass man eigentlich immer irgendwie weitergekommen ist. Das ist auf jeden Fall schon mal, fand ich, sehr gut, sehr hervorragend. Ja. Es gab so ein paar Geschichten da drin, so einfach von der Mechanik, von der Regel her, wo man teilweise sich ja Sachen nicht angucken darf mit dieser Dekodierscheibe, nur dann, wenn man dazu aufgefordert wird. Mhm. Und es gibt mehrere Seiten, wo einfach ganz viel dekodierter Text ist, so Listen, Tabellen, wo nirgendwo steht, das dürft ihr euch jetzt angucken. Ich habe zumindest nirgendwo gefunden. Da ist so ein bisschen, hätte man Reaktion ein bisschen besser machen können, auf jeden Fall. Ja, genau. Da begleiten sie einen nicht. Sonst nehmen sie einen immer schon so mit, was man eigentlich machen darf. Genau. Noch. Bei diesen Rätseln nochmal so ein kurzes Beispiel, was natürlich überhaupt gar nicht da drin vorkommt. Stellt euch vor, ihr habt halt eine Trompete und es gibt irgendwie einen Marktplatz und ihr habt überhaupt keine Ahnung, warum ihr auf den Marktplatz jetzt gehen sollt und Trompete spielen sollt. Ne? Dann sieht es das vor, geh auf den Marktplatz, spiel Trompete, nur weil dann auf dem Fenster, dann öffnet sich ein Fenster und eine alte Frau schmeißt halt einen Suppentopf raus nach euch und ihr braucht den Suppentopf. So, und jetzt habt ihr das Problem, ihr braucht einen Suppentopf und habt aber die Trompete und dazwischen gibt es aber einfach keine Verbindung. Also es ist nicht logisch, warum man das irgendwie, dass der erste Schritt ist, dafür diesen Suppentopf zu haben. Genau, und solche Sachen gibt es da, ist halt nicht der Standard. Sozusagen. Das ist nicht der Standard. Die meisten Rätsel sind so, dass man sagt so, cool, gut, finde ich gut und bei manchen Sachen kommt man einfach überhaupt nicht drauf. Es gibt halt Leute, die lieben so etwas. Die lieben es wirklich ausführlich. Und dann ist das aber ein Spiel dafür. Das sind die, dafür, die bei Zelda an jede Ecke kraxeln. Ja, aber dann braucht ihr 40 Stunden hierfür. Das kann also nicht ungelogen, sein. Weil also es gibt so viele Orte, wo ihr hin müsst. Genau. Und wenn ihr euch eine Stadt vorstellt, ja, wie Hamburg oder Berlin oder sowas, mit 5000 Marktplätzen, dann geht ihr auf jeden Marktplatz und spielt da Trompete und auf einmal auf den, dass irgendwer einen Suppentopf rauswirft. Also benutzt gerne die Hilfe, da würde ich mir auch nicht zu schade finden, sonst macht es einfach auf jeden Fall keinen Spaß. Und ich finde auch so bei Exit-Geschichten und so, bei diesen ganzen Rätselspielen, solange alle noch engaged sind, man denkt, man hat noch irgendwie einen Fortschritt, dann ist das gut, aber wenn man an den Punkt kommt, wo man so eine halbe Stunde schon genervt ist und nicht weiterkommt und sagt, ich benutze die Hilfe nicht, kann man nicht machen, aber nutzt sie mal, das ist schon ganz gut. Wir sind bei Rätsel, wir sind bei Spielspaß. Wir wollen nicht immer auf Teil 2 rumhacken, aber Teil 2 hatte eine große Rätselart, die überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat und die kam 1000-mal vor. Das war immer nur dieses Try and Error, probier es aus irgendwie und du hast auch keine Sache, wie du es richtig herleiten kannst. Das ist hier ganz am Anfang nur einmal, dieses eine Rätsel, was so ein bisschen wieder in diese Richtung geht, aber ausprobieren. Vielleicht ist das die Brücke vom zweiten vielleicht, zum dritten Teil. Auf jeden Fall kommt das dann nicht mehr vor, sondern dann kommen andere Rätsel drin vor. Das heißt, man hat auch Rätsel hier drin. Genau. Die sind aber abwechslungsreich und manche sind richtig lustig. Ja, manche sind richtig cool. Es gibt auch wieder ein so ein Rätselsystem, wie dieses Hacker-Rätsel im zweiten Teil auch war. Das gibt's hier auch. Das ist nicht ganz so offen. Das ist immer gut gemacht. Das ist nicht oft. Das ist nicht aufwendig. Das ist schon ein bisschen nachdenken. Klack, klack. Und, aber das ist viel, viel besser als im zweiten Teil. Von der Handhabung her, von dem Rätsel an sich, das ist auf jeden Fall gut. Und die eine Art hätte ich mir sogar, wir müssen euch ein bisschen im Dunkeln fischen lassen, aber diese eine Art von Rätsel, wo man ein bisschen was manipulieren muss, ja, und wir haben ja auch, wir haben das so ein bisschen hier wie bei Day of Tentacle, dass du 3 Leute in unterschiedlichen Zeitebenen quasi hast. Hier sind sie halt in unterschiedlichen Orten manchmal. Können unterschiedliche Sachen kontrollieren. Genau, können sich halt aber nicht gegenseitig einfach Sachen reichen oder miteinander reden oder so etwas, ne, sondern sind halt ein bisschen gehemmt, haben aber natürlich wieder Möglichkeiten zu kommunizieren. Und wenn man das kombiniert in einem Rätsel, ja, und da manche Sachen macht, das macht schon Spaß. Gut, ne? So manches hat so Zwischensequenzcharakter, wo so ein Rätsel integriert ist, das ist wirklich gut. Also allein deswegen würde ich das spielen. Ja. Weil da gibt es 3, 4, 5 Stellen von, die sind gut, der Humor ist auch wieder, fand ich jetzt nicht ganz so wie im ersten Teil, aber immer noch auf jeden Fall gut. Hilfesystem, wie gesagt, gut. Gut, genau, und, richtig. Und es gibt auch noch, wenn euch das irgendwann, wenn ihr auch so an die Punkte kommt, wie wir das irgendwie zwischendurch machen, dass ihr irgendwie regelmäßig nicht weiterkommt. Es gibt, wir haben immer gefragt, G1. Ständig taucht irgendwo G1 auf. Wir haben es beide durchgetauft und haben gesagt, ist das irgendwie so der MacGuffin? Was ist G1? Und dann haben wir doch nochmal die Anleitung komplett gelesen und haben gesehen, aha. Ganz am Ende der Anleitung, ja, wo du wirklich schon von der Anleitung so, ja, ich will jetzt spielen, rüber gehst du unten ein kleiner Kasten. Ja, und da steht dann drin, ne, wenn euch das irgendwie zu schwer erscheint, macht G1 an, dann werden die Rätsel ein bisschen leichter, ihr kriegt irgendwie ein bisschen mehr Hinweise darauf.
Ich habe immer nur gesehen, ich brauche G1. Ich habe alles durchgesucht, am Ende habe G1 nicht gefunden. Und G1 ist auch so ein Stichwort. Das ist auch eine Erfahrung. Also wenn ihr, also das wird jetzt keiner gucken, den ersten Teil spielt. Ich müsste vielleicht nochmal ein Video zum ersten Teil machen mit der ultimative Tipp für Teil 1 und für die ganze Reihe. Macht euch, und das ist ein bisschen schade, dass das Spiel das nicht von Haus aus drin hat, macht euch immer Notizen, legt euch einen Zettel daneben, wo ihr irgendwie, wenn ihr an so einem Punkt seid, wo es heißt, ihr seid in der Küche, habt ihr irgendwie F3. Nein. Dann macht da und da weiter. Dann schreibt euch auf, in der Küche brauche ich F3, damit ihr, oder in einem Gespräch, wenn ihr ein Gespräch hinten habt und da ist die Frage, habt ihr C2? Nein, okay, dann ist hier weiter. Wenn ihr irgendwann mal C2 dann freischaltet, dann ist das oftmals nicht so, dass durch Podcast, okay, dann muss ich da nochmal hin, dann muss ich das Gespräch nochmal machen, hier nochmal mit dem reden, so, ihr habt das dann einfach freigeschaltet, spielt weiter und seid irgendwann den Punkt, wo ihr nicht weiterkommt. Und dann kommt ihr halt an irgendeiner Stelle da weiter, wo ihr halt in dieses Gespräch gehen müsst, aber ihr wisst es nicht mehr, weil ihr das nicht alles merken könnt. Genau, deswegen schreibt euch das alles auf. Ja. Das ist ein bisschen Bookkeeping nebenbei. Denn allein dieses hier, wo man die Sachen halt nur abkreuzt hier, ne, das sagt euch zwar, das hält zwar den Status fest, aber das hilft euch halt meist nicht weiter. Es gibt hier oben so einen Bereich, hier könnt ihr nicht sehen, aber da haben sie das gemacht, weil man halt so verschiedene Sachen lösen muss und dann kommt man zu einem Ergebnis. Aber das ist halt nur insgesamt 4-mal und das passiert einem halt viel häufiger, so etwas. Und das muss man meiner Meinung nach machen, um den Spielspaß hochzuhalten, weil sonst mal zu oft an irgendwelchen Punkten, wo man dann wirklich nur lustlos das Ganze durchblättert und irgendwann ist man hinten im fünften Gespräch so schon mal und sagt, ah, hier, guck mal, C4 haben wir jetzt seit irgendwie 3 Stunden und jetzt können wir hier weiter und da geht das Rätsel voran. Also diese Buchführung, Notizen, ich mag sowas überhaupt nicht bei Spielen, und wenn mir Spiele sagen, machst du was, aber hier macht man es einfach von alleine. Ja. Es sollte als Hinweis eigentlich vorne fast schon drinstehen und es sollte eigentlich diese kleine Übersicht, die für euch gezeigt hat, irgendwie, das ist nochmal so eine Entwicklerarbeit, die man vielleicht bei einer neuen Reihe vom gleichen Autor oder Designteam leisten müsste, dass man da diese Geschichte, wo man oft drüber stolpert, dass man einfach nicht weiß, wie hilft mir das jetzt weiter, was habe ich zwischendurch freigeschaltet, dass man da hingeführt wird. Manche mögen das vielleicht nicht, deswegen kann man es vielleicht optional anbieten. Das wird vielleicht ein bisschen durch die Hilfe gemacht, aber durch Mitschreiben und Wissen, okay, jetzt habe ich C4 freigeschaltet, dann gehe ich nochmal in Szene 3, gehe ich nochmal in Szene 4 und rede nochmal mit Wache X, dann habe ich Progress. Das ist, finde ich, super wichtig. Wenn ich das normal spielen würde, würde ich das auf jeden Fall so machen. Auch ein bisschen die Geschichte, die wir jedem auch empfehlen können, der Tainted Grey spielt, da hat nämlich eine ähnliche Problematik, dass man auf einmal auch gar nicht mehr weiß, wo man jetzt mit seinen Fortschritten überhaupt hin soll. Ja, hier seht ihr nochmal auf der Postkarte, die ist auch allgemein bekannt, da ist die Insel, da haben wir auch die Punkte drauf, ansonsten das ganze andere Material. Hier haben wir noch so Rätselmaterial, so Scheiben hier, aber das erklären wir euch nicht kurz. Aber die Rätsel machen schon Spaß. Da gibt es super viele verschiedene. Es gibt auch hier wieder diese Inventargeschichte, wenn ihr Sachen miteinander kombiniert, dann steht das hier so drauf. Was man häufiger mal tun sollte, was vergisst man gerne, die Sachen untereinander zu kombinieren. Also die Systematik und die Mechanik bis auf die Rätsel sind natürlich von den Teilen immer das Gleiche, also immer dieselbe Geschichte. Und der Charme, der ist besser als beim zweiten Teil, ist wie beim ersten Teil. Ein bisschen fand ich beim ersten Teil der Humor noch ein bisschen lockerer, vielleicht einfach, weil natürlich auch die Stimmung eine lockere war. Ja, das spielt an sich so eine Schwere irgendwie. Ja, genau. Die Charaktere, das ist so ein bisschen nicht hyperrealistisch, aber... Ja, manchmal ist es zu realistisch, also eine gewisse Tragödie, die da noch sind gefühlt jetzt nicht alle Sympathieträger in dem Spiel. Das macht es dem Spiel so ein bisschen schwer, weil wenn man irgendwie noch ein bisschen mehr Bezug zu den Leuten hätte, zumindest ging es mir so, dir wahrscheinlich auch, dann wird man dem Spiel noch ein bisschen mehr verzeihen und es wird dann auch ein bisschen mehr mitnehmen, wenn man sich mit den Charakteren so ein bisschen mehr identifizieren könnte, dass es nicht immer so wäre, so, oh, alles doof und okay, wir helfen dir und jetzt ist was passiert, wir werden untergehen und so. Ich will einfach bei so einem Banku, es ist wieder nur ein Beispiel, und auch einen Hahn herbeigezogen, aber ich möchte einfach nicht hören, wie einer der Beteiligten darüber meckert, dass man keine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen hat oder sowas. Also es gibt es nicht als Beispiel, aber es ist so, das ist halt irgendwie realistisch, aber es ist irgendwie jetzt auch nicht interessant. Ne? Das war beim zweiten Teil ganz viel, beim ersten Teil gefühlt gar nicht und bei dem jetzt hier ein bisschen, also schraubt die Erwartung halt an den Spielspaß nicht allzu hoch, dann werdet ihr belohnt, weil dann sind die Kommentare und die Gags irgendwie lustig. Ich verstehe es immer noch nicht so ganz genau, warum. Ich glaube, die ganze Sache erst auf Englisch gemacht wurde von einem deutschen Autor und dann auf Deutsch wieder übersetzt wurde, weil ich glaube, da ist ab und zu mal was verloren gegangen. Manche kann gut sein. Witze zünden da nicht so richtig. Ich habe auf jeden Fall manchmal beim Lesen gedacht, hä, war das jetzt ein Witz? Ist das ein Insider, den ich nicht verstehe? Ja. Ich glaube, das hakt immer noch so ein bisschen. Da kann man auf jeden Fall noch, also es hat Humorbedarf, hat es noch ein bisschen nach, also da geht noch was nach oben, Hat aber schon mehr Szenen, wo man echt mal auch lacht und wo man sagt, okay, das war schon eine coole Szene. Ja, und sowas will man ja dabei. Ich glaube, das war ein ganz guter Überblick, so ohne jetzt wirklich viel zu spoilern, wenn man versucht, die Spoiler ein bisschen zu reduzieren. Ich habe gesagt, ich lasse es erst Flo spielen, bevor ich mich daran setze und damit nochmal Zeit verschwende. Ich habe es dann vor Flo gespielt und habe Flo gesagt, hier, nimm mal mit, zum zweiten Video darüber machen. Ist auf jeden Fall ein bisschen schöner, als wenn nur einer Input dazu gibt. Wenn es dann nochmal eine neue Reihe von geben würde, vielleicht mit anderen Charakteren, würde es auf jeden Fall auch wieder spielen. Ich hoffe, dass sie dann so ein paar redaktionelle Änderungen machen, die wir vielleicht auch hier angeregt haben oder vielleicht auch schon an anderer Stelle angeregt wurden. Es gibt da ja noch das gleiche Konzept mit einem Kinderbuch, so ein bisschen familiengeeigneter. Ja. Aus Neugierde würde ich mir das auf jeden Fall auch angucken. Das ist, glaube ich, ein anderer Autor, aber das gleiche Konzept. Das ist auf jeden Fall kein Kinderbuch.
das ist auch kein Familienspiel, nee. Das ist auf jeden Fall ein Kennerspiel. Genau, und es ist solo gut, zu zweit noch ein bisschen besser, weil da hat man mehr Ideen. Mit drei oder vier Leuten nach wie vor würde ich da jetzt nicht zwingend vorsitzen, außer alle haben wirklich Bock drauf. Wir haben da schon zu dritt gespielt, das geht schon. Ja, aber zu zweit aber ist nur, wenn die Leute wirklich auch wissen, was sie da wollen. Also 3-4-5 Abende, 2-3-4 Stunden braucht man auf jeden Fall mindestens. Man sitzt da schon ein bisschen dran. Solltet ihr wirklich probieren, alles herauszufinden, dann können das auch locker 20, 30 Stunden sein, weil dann müsst ihr sehr, sehr viel Marktplätze mit Trompeten abklappern. Zum Beispiel, ja. Genau, also alles in allem würde ich sagen, ich würde es halt unter Teil 1 ansiedeln, aber schon deutlich über Teil 2. Mhm, genau. Und lohnt sich von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, das zu spielen, wenn man diese Art von Point-and-Click spielen mag. Genau, wenn nicht, seid ihr wahrscheinlich eh nicht mehr im Video. Und man kann es auch weitergeben, ne? Man macht sich kaputt und sowas. Es kostet ja schon 30 Euro, es hat eine Buchpreisbindung, dementsprechend wird es auch nicht günstiger werden. Und das lohnt sich schon von dem, was man da als Ertrag rauskriegt hier. Ne? Wenn man es dann auch weitergeben kann, umso besser. Gut, ja, das war unser Rezensionsvideo zu Cantaloupe 3. Rache warm serviert. Genau, steht ja auch irgendwo. Da. Ne? Genau. Gucken wir mal, was uns in Zukunft in dem Genre noch serviert wird. Und dann sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr es auch gespielt habt, schreibt gerne mal, wie so eure Erfahrung damit war, wie ihr die ganze Reihe fandet, wie ihr den Teil gefunden habt. Oder auch, wenn ihr jetzt vielleicht zu den unsicheren Leuten gehört habt, die gesagt haben, naja, nach Teil 2 habe ich so ein bisschen die Lust verloren. Wenn ihr jetzt Bock habt und sagt, hey, jetzt will ich das auch wieder kaufen, dann ganz viel Spaß damit. Sagt uns auch dann gerne, wie es war. Wenn ihr es noch nicht bestellt habt, könnt ihr natürlich auch gerne unter dem Video einen dieser Partnerlinks benutzen. Dann kostet euch das nicht mehr. Ihr unterstützt den Kanal noch so ein bisschen damit. Und ja, das würde uns natürlich auch sehr freuen. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zugucken. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Kanal habt ihr sicher schon abonniert. Wenn nicht, jetzt einfach hier unten. Es müsste da irgendwo sein. Draufklicken. Da geben wir noch 5 Sekunden Zeit für. Und ja, dann schaut morgen wieder rein. Da gibt es sicher wieder ein neues Video zu einem tollen Spiel mit tollem Brettspiel-Content. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zugucken. Das war's von uns. Bis bald. Und tschüss.